Hallöchen, willkommen bei mir im Wohnzimmer. Heutiges Gewicht. Sekündchen, ich bin total unvorbereitet wieder mal. 115,8 haben wir heute auf dem Tacho. Das sind genau wieder 200 Gramm weniger. Yippie. Tja, läuft ja. Habe ich mich wohl doch nicht zu früh gefreut, wie es aussieht. Gestern hatte ich zu futtern, was hatte ich, einmal zum Frühstück natürlich und mittags schrägstrich abends hatte ich dann, lass mich mal überlegen, Hühnchenbrust ohne alles, also keine Panade, kein Cordon Bleu, nix, nur also pure Hühnchenbrust mit, was hatte ich denn dazu? Alter, ich werde alt, glaube ich. Das hatte ich denn reingeschnippelt. Ich glaube, eine Zucchini wieder. Und das war es doch noch nicht. Ach ja, ja, genau. Erbsen und Möhrchen aus der Dose. Genau. Tja, aber vorher natürlich alles abgespült, damit das nicht so salzig ist und so. Da ist ja immer schon irgendwie so ein bisschen Salz in der Brühe drin. Also Erbsenmörchen nochmal schön ausgewaschen und dann nachher alles zusammen in die Pfanne geschmissen. War sehr lecker. Das Fleisch hatte ich mir mit Butter und Sojasauce ein bisschen angebraten und schmeckt gut. Ach ja, und eine Lauchzwiebel rein. Lauchzwiebel ist Standard bei mir, weil wegen lecker. Dann hatte ich noch zum Lernen abends hatte ich noch so eine Schüssel voll von den Cherry-Tomaten, von den kleinen. So zum Nebenbeifuttern, sind übrigens sehr gesund, habe ich jetzt, ja, wusste ich eigentlich vorher schon, aber habe ich mir nochmal zu Gemüte geführt, so ein Artikel, und Tomaten sind wohl sehr, sehr super, also voll toll und so, ne, und keine Kalorien sowieso. Tja, was ich heute hatte, oder soll ich das jetzt nochmal, ja komm, dann erzähle ich gleich, was ich heute hatte, zum Frühstück nix, weil, weiß nicht, bin ich irgendwie drüber weggekommen. Habe auch auf ein Paket gewartet die ganze Zeit und musste noch mal ins Bad und dann duschen und überhaupt. Und ach, irgendwie war der ganze Morgen war ziemlich verquer heute. Und dann habe ich mir halt zum Mittag, Brunch mäßig, eigentlich war es schon fast Mittagessen, so gegen eins rum, habe ich mir dann ja wieder Lachsschinken, also die Schinkenscheiben halt, ne? Sorry, habe gerade ein bisschen viel Wasser getrunken. Jedenfalls diese Lachsschinkenscheiben habe ich mir so klein gewürfelt. Dann angebraten, wieder mit Lauchzwiebeln natürlich, in Butter. Und da rein gab es dann zwei Paprika. Also eigentlich war das nur eine normale Paprika, halt so zwei kleinere, länglichere, die aussehen wie diese riesigen Chilischoten, aber halt trotzdem süß schmecken. Ja, die dann da rein und ein paar Cherry-Tomaten wieder auch mit reingeschmissen und ein Döschen Kidneybohnen, auch wieder ausgewaschen vorher. Ja, das Ganze dann angebraten und am Ende noch Ei drüber gekippt, also Flüssigei was habe ich da reingepackt? Ja, ein bisschen Kreuzkümmel, Pfeffersalz und einen Schuss Sojasauce mal wieder. Tja. Das dann alles angebrutzelt, fast angebrannt mal wieder, weil mein Herd ist so bekloppt, der kann nur aus oder 1000 an. Und ja, fast angebrannt, aber gerade noch gut gegangen. Und ja, da habe ich jetzt quasi den ganzen Tag von gefuttert und war auf jeden Fall lecker und sollte eigentlich auch positiv sich auswirken auf die Waage, weil ich hatte das gleiche schon mal die Tage jetzt. Entschuldigung. Tja. Jetzt wisst ihr mal, was ich so zu mir nehme. Dazu natürlich Wasser ohne Ende und Kaffee. Und dann muss ich sagen, habe ich heute irgendwie gar kein Alma zu mir genommen. Vielleicht mache ich heute Abend noch einen Shake oder so, mal sehen. Morgen ist jedenfalls die erste Prüfung. Gleich eine mündliche Prüfung, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf auf sowas. Aber naja, muss ja. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Alma nehme. Da müffelt man ja auch immer so geil aus dem Mund dann mit Alma, mit diesem Alma-Geruch. Naja,
Mal sehen, ich weiß auch noch nicht, was ich morgen frühstück. Also ich denke mal, morgen früh werde ich keine Zeit oder Lust haben, mir irgendwie Rührei zu machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was mir da so einfällt. Vielleicht trinke ich auch einen Eimer einfach, dass der Hunger weg ist morgens. Tjo. Gewicht hatte ich gesagt. Naja. Ja, doch. Tja, mal sehen, wie es dann morgen aussieht mit dem Gewichtchen. Wie gesagt, Kochvideos mache ich gerne für euch. Wurde ja schon jetzt einmal gewünscht. Und mache ich dann aber, wie gesagt, nach den Prüfungen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit und so. Und ich bin dann sowieso noch mal eine Woche bei meinen Eltern und passe da auf die Katzen auf. Apropos Katzen, die rennen hier auch wieder rum. Und also ich denke mal so ab Mitte, Ende Februar oder so kriegt ihr dann auch Kochvideos von mir. Ne? Gut. Das soll es gewesen sein. Ich mache jetzt noch den leeren Endspurt. Wisst ihr ja, was man jetzt nicht gelernt hat, das bringt eh nichts, aber trotzdem will man es ja versuchen. Und deswegen hau ich mich jetzt noch mal ein bisschen an den Schreibtisch und gebe noch mal alles. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen wieder. Doch ja, schaffe ich ja. Prüfung ist ja vormittags. Ja, abends bin ich ja sowieso wieder zu Hause, das passt schon. Kriegt ihr morgen wieder ein Video und mal sehen, wie gut ich drauf bin dann nach der Prüfung. Tjo, drückt mir die Daumen und wir sehen uns dann morgen wieder. Also denn, tschüss.